Willkommen zu einem neuen Teil. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, das Mofa läuft gut, läuft sehr gut. Ich habe jetzt die Zündung noch etwas eingestellt, jetzt läuft es noch besser. Ja, Geschwindigkeiten eben. Es sind noch ein paar Geschwind. Willkommen zu einem neuen Teil. Also es geht vorwärts. Geschwindigkeit ist jetzt relativ gut. Es fehlen noch ein paar km/h. Ich muss das eine oder andere noch machen. Zündung habe ich jetzt noch eingestellt, ist jetzt auch noch deutlich aggressiver. Sie ist jetzt nun eine HPI eingebaut, also jetzt dreht auch deutlich besser, auch ruhiger. Und ja, eben das nächste, was ich machen werde, hier ist etwas versteckt, was jetzt da genau drin ist, werden wir gleich sehen. Ja, das wird meinem Motor vermutlich auch noch etwas Leistung bringen. Wie viel Leistung das er jetzt hat, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Da werde ich einen Vergleich machen zwischen jetzt und nachher. Dann seht ihr zwei Kurven und seht ihr, was das, was ich jetzt einbaue, wirklich gebracht hat. Oder ob es überhaupt was gebracht hat. Ja, Öl brauche ich jetzt bei diesem Motor nicht. Da haben wir noch mehr Öl. Zündkerzen ist noch eine unterwegs. Hier wird auch noch etwas anderes eingebaut. Was jetzt da die alte Bosch-Schweiz drin ist, Kleinteile. Es geht um dieses Teil. Vergaser, Pollini. Ich habe jetzt da schon einen Vergaser verbaut, ein 19 mm. Pollini CP, also ein 17,5er, aufgebaut auf 19. Das reicht dem Motor aber nicht ganz, eben flächenmäßig ist da mehr möglich. Ja, hier ist ein 21 mm Pollini CP-Vergaser. Den werde ich jetzt einbauen und erwarte dadurch auch mehr Leistung. Vor allem ein größerer Vergaser hilft dir, in hohen Drehzahlen mehr Leistung zu gewinnen. Die Unterdrehzahl kannst du, wenn der Motor, wo der Zylinder nicht dafür gemacht ist, Leistung verlieren. Aber wenn er, eben wenn er es braucht, ja, dann wird er auch mehr Leistung geben. Leistung sogar durch das ganze Band. Die Leistungskurve sieht so aus, bei 4000 beginnt die Leistung, zieht ja, bis etwa 11.000, 11.500. Maximal Leistung habe ich bei 8.500. 8.500, das ist, wenn ich jetzt 100 km/h erreichen möchte, ist es zu wenig. Ich muss mindestens noch 1000 Umdrehungen hoch. Entweder Auslaufsteuerzeit erhöhen, Auspuff kürzen, Vergaser, Größe dimensionieren, Einlaufsteuerzeit erhöhen. Das sind jetzt die Sachen, die ich machen kann, um noch mehr Geschwindigkeit zu erzielen. Ja, eben jetzt werde ich den Vergaser erhöhen, vergrößern, werde ich die Kurven übereinander legen und dann seht ihr, was das wirklich gebracht hat. Wenn das wirklich positiv war, werde ich den Ansaugtrakt, also die Einlassresonanzlänge, werde ich um etwa 2 bis 3 cm kürzen. Das ist das, was jetzt noch möglich ist, das werde ich machen und dann nochmal einen Vergleich aufstellen, also ein Diagramm mit der Leistungskurve und dann seht ihr, was ich in etwa habe. Also, oder was jetzt diese einzelnen Schritte jetzt gebracht haben. Ja, das ist für mich auch sehr wichtig, ich mache mit dem die ganzen Vergleiche, wie genau die Leistung stimmt mit der Messung, die ich mache, kann ich nicht sagen. Ich werde auch demnächst noch auf einen Prüfstand gehen. Aber es wird noch ein paar Tage, ein paar Wochen dauern, je nachdem. Und ja, seid gespannt bis zum nächsten Teil und ich werde jetzt diesmal Gas einbauen.